Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um den Medtronics, Wrapped Medtronics, um den Medtronics Liquidity Pool und ja, wie funktioniert das im Detail, wie kann ich da mitmachen, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Ja, mit Medtronics wird es ja mittlerweile immer spannender mit jeder Exchange, wo wir jetzt dazukommen. Das heißt in Zukunft oder wir planen jetzt gerade den Anschluss von Poloniex, ja, und denken, wir werden dann natürlich auch dort den Medtronics listen, weiß man noch nicht genau. Und um das Konzept hier zu vervollständigen dann und auch später, also wir haben jetzt schon einige Sachen aufgebaut, von der sehr viele noch gar nichts wissen. Und um ein Thema geht es heute und zwar um den Medtronics Liquidity Pool, um den Wrapped Medtronics. Was ist das eigentlich genau? Um uns das anzuschauen, gehen wir hier, wir können das Ganze wieder aus dem Medtronics Dashboard starten. Da gibt es hier oben den Pfeil Wrapped Medtronics. Ganz wichtig, du musst dazu bei TronLink eingeloggt sein und dann siehst du hier oben deine TronLink-Adresse und dann wird dir hier auch angezeigt, normalerweise aktualisieren wir das Ganze nochmal, genau. So, jetzt sehen wir hier, ich habe hier schon 20.000 Medtronics in meiner Balance und ich habe auch 27.000 Wrapped Medtronics habe ich jetzt schon. Und zuerst mal, wie komme ich überhaupt von Medtronics zu Wrapped Medtronics? Und das funktioniert einfach über den Wrapped Medtronics Exchange. Das bedeutet, du loggst dich bei TronLink ein und gehst dann einfach auf den Link hier oben, Wrapped Medtronics. Ja? Dann kommst du in die Exchange-Plattform. So, und wenn du jetzt hier zum Beispiel sagst, okay, ich möchte 1000 Medtronics in den Wrapped Medtronics tauschen, weil du möchtest gerne am Wrapped Medtronics Liquidity Pool teilnehmen, dann nimmst du hier also zuerst die 1000 Medtronics auf dein TronLink Wallet einzahlen, dann hier mit TronLink verbinden, dann einmal auf Deposit. Genau, das ist unser Smart Contract von Wrapped Medtronics. Das bedeutet, es gibt jetzt hier nicht mehr Medtronics Token, sondern der Smart Contract von Wrapped Medtronics ist so ausgebildet, dass wenn du Medtronics depositest, also Medtronics einzahlst, dann schickt er dir den Wrapped Medtronics zurück und umgekehrt genauso, wenn du Wrapped Medtronics eben dort wegsendest oder wenn du Wrapped Medtronics dort auszahlst, dann bekommst du eben wieder den TRC-10-Token Medtronics zurück, der eben jetzt schon auf Poloniex gelistet ist und auf Imber Exchange und hoffentlich jetzt bald auf Poloniex. Genau, so, dann akzeptieren wir das und dann wird das im Hintergrund gerappt. Ja? So, jetzt ist es so, es gibt dann hier die Pool-Info, das bedeutet, wenn wir hier drauf gehen, dann werden wir direkt zu justswap.org gesendet. Ja? Und da sehen wir jetzt schon, wir haben jetzt derzeit schon einen Liquidity-Pool von 3.584 US-Dollar. Also so viel Liquidität ist hier schon in diesem Pool vorhanden. Wie ist das bis jetzt zustande gekommen? Wenn wir uns jetzt hier anschauen auf TronScan, das ist jetzt unser Pool. Da können wir uns den Wrapped Medtronics auch nochmal anschauen. Also das ist jetzt hier der offizielle Contract. Hier seht ihr nochmal die Contract-Nummer. Und hier kommt ihr auch, also statt dem White Paper haben wir hier eingetragen, wie komme ich zum Wrapped Medtronics Exchange. Ja. Hier unten sehen wir auch schon die Transaktion, die hier ausgeführt wurde. Das heißt, hier wurden 1000 Wrapped Medtronics eben dann versendet. Also der Wrapped Medtronics ist nur die TRC20 Variante vom TRC10 Token Medtronics. Und den brauchen wir einfach dafür, wenn wir bei DeFi Projekten mitmachen wollen, dann braucht es einfach einen TRC20 Token. Gut. So, wie ist jetzt diese Liquidität zustande gekommen? Wir haben ja mit Medtronics einen Representative. Der ist derzeit nicht unter den Top, sondern unter den SR-Partnern. Genau, hier sind wir derzeit auf Platz 64 mit 1 Million Votes. Und jeder, der hier auf den Medtronics Senior votet, der
bekommt natürlich einerseits die Tron Rewards und diese 5% Rewards, die wir eben hier weniger ausschütten, die nehmen wir immer dafür her, damit jetzt hier Raptmetronics im Prinzip wieder zurückgekauft werden und dadurch der Liquidity Pool erhöht wird. Und ja, und so kommt jetzt im Endeffekt diese Liquidität zustande. Es sind natürlich jetzt schon ein paar von den Metronics-Usern, die jetzt schon in diesen Pool mit eingestiegen sind. Kommt jetzt auch noch mit dazu. Und ich denke, das wird auch in Zukunft dann ganz spannend werden, umso mehr und mehr Exchanges wir anbinden, umso mehr Metronics auch Handelsvolumen dann später bekommt und umso mehr Metronics eigentlich in diese Kryptowelt jetzt hier hineinstartet. Gut, also das bedeutet, jeder, der Coins in den Freeze schickt und dann für Metronics votet, der bekommt eben 95% der Rewards bekommen der Voter und 5% der Rewards werden dafür verwendet, eben um den Liquidity Pool von Raptmetronics zu stärken. Genau. So, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Metronics gerappt. Ihr seht jetzt schon, hier haben wir um 1000 weniger, dafür haben wir hier um 1000 mehr bekommen. Dann sind wir hier auf Pool Info gegangen und dann sind wir hier in den Metronics Übersichtspool gegangen. Ja, und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Einerseits Trade und Pool. Wenn ich jetzt auf Trade gehe, und das ist jetzt immer das, was ich auch sage, dieses Wunder der Dezentralität. Ja, das heißt, ich bin hier über mein Wallet eingeloggt, ich war bei Tronscan eingeloggt über mein Wallet und das hängt hier jetzt eben alles zusammen. Das heißt, mache das alles über Tronlink. So, jetzt seht ihr hier, ich habe in meinem Tronlink 237 TRX und ich habe auch jetzt 28.900 Raptmetronics. Das heißt, wenn ich die jetzt hier swappen möchte, dann könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt hier 5 Tron, ich möchte jetzt hier den Raptmetronics haben, bestätigen. Hier mache ich gleich immer den Haken hinein, weil dann ist es so, dass alles, was ich jetzt hier in der nächsten Stunde auf JustSwap mache, wird dann automatisch bestätigt. Genau, das dauert dann ein paar Sekunden. Und ist auch schon bestätigt, können wir das closen. So, jetzt haben wir hier für 5 Tron Raptmetronics gekauft. Umgekehrt funktioniert das natürlich genauso. Das bedeutet hier, wenn ich dann später den Raptmetronics umtauschen möchte und sage, okay, ich möchte 5 verkaufen oder ich möchte eben für 5 Tron Raptmetronics verkaufen, dann gehe ich auch hier wieder auf Swap, bestätigen. Ja, und hier ist es eben auch wichtig, damit ich vorher Coins in den Freeze geschickt habe. Normalerweise ist es so, wenn ich nur wenig Anwendungen habe, dann reicht es normalerweise, wenn ich ca. 10.000 Tron in den Freeze geschickt habe und das für Energie friere. Das Video, wie das funktioniert, findet ihr unter diesem Video nochmal. So, jetzt, das ist die Funktion Swap. Das heißt, hier kann ich später von Raptmetronics in Tron, von Tron in Raptmetronics und hier kann ich dann später wieder auch von Raptmetronics zurück in Metronics. Ja, das heißt, hier kann ich das so hin und her tauschen. Weil, wenn ich zum Beispiel schaue eben auf Polonidex, ja, da ist er ja auch, der Raptmetronics, oder der Metronics ist hier besser gesagt nicht der Raptmetronics, sondern wir haben ja mit einem THC 10 Token gestartet, da sehen wir eben den Metronics, der ist ja hier auf Poloniex gelistet und ja, hier sieht man auch ganz gut, hier ist zum Beispiel der Kurs, ja, und das sind jetzt diese dezentralen Arbitrage-Möglichkeiten, die jetzt natürlich umso mehr und mehr, wenn wir in die Kryptowelt eintreten, umso mehr die hier dann genutzt werden, weil ich kann hier zum Beispiel für 0,37 Tron den Raptmetronics verkaufen und wenn ich hier schaue, wenn ich einen Raptmetronics kaufe, okay, würde ich 0,38 zahlen. Das heißt, hier kann man hier oder hier wird später, das ist auch das, was ich immer wieder mache, hier wird später dann das Handelsvolumen Schritt für Schritt natürlich steigen, weil mit jeder Börsenlistung, wo wir dann drauf sind, dann ist auf jeder Börse wieder ein anderer Kurs, dann werden eben die Kursunterschiede ausgenutzt von Imber zu Poloniex, zu Polonidex, zu JustSwap, zu diesem Liquidity Pool, vielleicht kommen wir dann später auch noch auf andere
so Poolbetreiber oder auf andere DeFi-Projekte. Wir waren ja schon mal in Kontakt mit Uniswap und es gibt jetzt sehr viele solche Swaps, ja. Und mit jedem Swap, wo dann später Metronix eingebaut wird, umso mehr Handelsvolumen kommt dann hier eben dann auch später zustande. Und das ist das, was sie jetzt hier eben Schritt für Schritt eben aufgebaut haben und schön langsam jetzt auch zum Tragen kommt. So, das heißt, das war jetzt hier nochmal wiederholt. Wie komme ich von Metronix zu Wrapped Metronix, von Wrapped Metronix wieder zurück zu Metronix? Dann kann ich hier eben swappen und swappen kann ich eben auch nur den Wrapped Metronix, ja? Weil der Metronix ist ein THC-10-Token, mit dem ist das nicht möglich. Ganz wichtig hier immer aufpassen, dass ihr wirklich den Wrapped Metronix verwendet, den offiziellen, den originalen, ja. Ganz wichtig, weil es sind schon ein paar Fake-Token auch unterwegs. Immer hier schauen, das ist unsere Smart Contract-Adresse. Also am besten immer hier über unsere Plattform reingehen, dann auf View Pool und dann kommt ihr auch wirklich ans richtige Ziel. Dann kann ich hier auf Trade gehen. Genau. Und standardmäßig werdet ihr hier den Wrapped Metronix nicht finden, aber ich mache hier, ich klicke hier mal drauf auf Remove. Genau. So, wie kann ich den jetzt hier einfügen bei Tronlink? Weil wenn ihr da den jetzt sucht und gebt jetzt hier den Wrapped Meox ein, okay, jetzt ist er immer noch drinnen. Ich habe ihn nochmal jetzt aktualisieren. So, jetzt geben wir hier den Wrapped Meox ein, jetzt findet ihr den nicht. Wie kann ich den jetzt hier hinzufügen? Und zwar hier braucht ihr wieder die Kontraktadresse. Einmal hier draufklicken auf Kopieren. Dann gehen wir wieder zurück zu JustSwap. Einmal hier die Kontraktadresse einfügen und dann seht ihr schon hier den richtigen, den jetzt auf Add draufdrücken und dann habt ihr den richtigen Wrapped Metronix eingefügt. Gut, jetzt haben wir getauscht Metronix in Wrapped Metronix wieder zurück. Wir wissen, wie man swappen kann in beide Richtungen und jetzt geht es an den Pool. Hier haben wir unseren Liquidity Pool und wie kann ich jetzt hier etwas hinzufügen. Wir haben das in anderen Videos schon besprochen, aber jetzt hier einfach nochmal für den Wrapped Metronix. Es ist hier wieder genau dasselbe. Das bedeutet, ich muss zu gleichen Teilen hier Liquidität zur Verfügung stellen. Also ich brauche zuerst den Wrapped Metronix und dann kann ich in gleicher Höhe eben jetzt hier die Coins hinzufügen. Und hier ist es eben dann so, ich gehe jetzt nochmal zurück auf Swap und auf Wrapped Metronix. Wenn ich hier drauf gehe, dann sieht man irgendwo, genau, das ist hier die Liquidity Provider Fee. Das bedeutet, 0,3% eines jeden Trades geht an den Liquidity Provider und der bist eben dann du. Ja? Das bedeutet, wenn du jetzt hier die Liquidity zur Verfügung stellst, jedes Mal, wenn dann etwas getradet wird, dann kommen 0,3% der Trading-Gebühren kommen eben dann später automatisch zu deinem Liquidity-Pool dazu. Ja? Das wird nicht als Fee irgendwo ausgetragen, sondern du kannst jetzt Liquidität zur Verfügung stellen. Jedes Mal, wenn dort getradet wird, kommen automatisch zu deinem Wallet eben diese Transaktionsgebühren dazu. Und wenn du dann diesen Liquidity Pool rausnimmst, dann bekommst du eben das inklusive der Gebühren. Also eine ganz tolle Geschichte und das ist das, wo ich auch sage, ich denke, dass das DeFi und auch diese Liquidity Provider Sachen und diese Swaps ein neues Zeitalter der Kryptoindustrie einleiten werden, weil man hier einfach wirklich dezentral ohne eine Börse Liquidität zur Verfügung stellt. Diese Liquidität bleibt immer in deinem Wallet vorhanden. Du kannst es jederzeit wieder auflösen und es ist halt nur ein anderer Kurswert. Aber ja, du bekommst natürlich einmal mehr Tron, einmal mehr Wrapped Metronix. Es hängt immer vom Kurs ab, aber es ist im Prinzip wie bei Metronix, ja, wie wenn du bei Metronix einen Trading-Bot aufmachst. Du bist einmal in der Mitte und ich sage es jetzt, du tradest zum Beispiel Tron zu Metronix. Ja, und wenn der Kurs steigt, dann hast du in deinem Bot mehr Tron. Wenn der Kurs wieder fällt, hast du in deinem Bot mehr Metronix. Ja, also wie beim Swing Trading verhält es sich hier in diesem Liquidity Pool auch. Nur damit du jetzt hier im Prinzip deine eigene kleine Börse bist. Ja, du stellst die Liquidität zur Verfügung und deswegen bekommst du auch 0,3% der Trading-Gebühren. Genau, das heißt zuerst hier beim Swap Metronix eintragen, dann kannst du hier auf Pool gehen, Add Liquidity,
und da eben dann später den Metronics auswählen. Dann kannst du eben Liquidität zur Verfügung stellen, wie du gerne möchtest. Das heißt, du kannst entweder sagen, hier 100 Tron oder 250 Metronics. Ja. So, wenn du das dann eingetragen hast, dann siehst du dann hier auch unten mit 250 Metronics hältst du dann derzeit 0,45% des gesamten Pools. Ja. Der Pool ist ja noch relativ klein und du würdest dann 0,5%, machen wir es so, 550, ja genau, da sind wir jetzt bei. So, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich habe jetzt 1% des Pools und wenn ich das jetzt auflöse und in dem Pool wird dann später getradet, dann bekomme ich von den 0,3% Tradinggebühren 1%, ja, weil ich halte 1% des Pools und wenn jetzt getradet wird, gehen 0, von den 0,3% der Fees gehen automatisch in mein Wallet rein. So, wir klicken hier auf Supply. Und dann sieht man hier schon, jetzt wird dieser TRX Metronics Pool erstellt. Genau. Und hier seht ihr dann auch schon euren nächsten Pool. Genau, das war es auch schon wieder an dieser Stelle. Das heißt, so kann ich jetzt diesen Pool erstellen. Wenn ich jetzt, also wenn jetzt etwas getradet wird, kommt das automatisch in mein Wallet. Wenn ich das Ganze wieder rückgängig machen möchte, dann drücke ich hier einfach auf Remove. Da kann ich entweder die Hälfte rausziehen oder 25% oder wie viel auch immer ich möchte oder das Ganze wieder zurückziehen. Das heißt, hier kann ich das immer wieder ganz normal rausnehmen und dann bekomme ich wieder im Verhältnis meine Metronics und Tron wieder zurück. Ganz wichtig hierbei, jedes Mal, wenn du das machst, kostet das Energie. Ja? Also schaut ein bisschen auf die Energieanzeige oder wenn es nicht funktioniert, ihr müsst hier ein bisschen mehr Tron im Wallet lassen, weil du musst dir ungefähr vorstellen, für jede Transaktion musst du ungefähr 15 bis 20 Tron derzeit zahlen. Also für diese Ausführung des Smart Contracts. Einfach fürs Versenden ist es günstiger. Ein Swap kostet derzeit so 10 Tron, 12 Tron. Aber so diesen Smart Contract zu befüllen, also mit dem Liquidity Pool, da brauchst du circa entweder 10.000 Tron im Freeze auf Energie, dann müsstest du ungefähr auskommen oder ansonsten auf alle Fälle so 100 bis 200 Tron mehr in deinem Wallet lassen, damit du hier genug hast, auch um die Gebühren zu bezahlen. Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen etwas erklären und auch hier wieder etwas näher an das Wunder dieser Dezentralität herbeiführen und ja, würde mich freuen, wenn ihr uns auch unterstützt mit einem kleinen Liquidity Pool. Ihr wisst auf alle Fälle jetzt, wie es geht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie bitte einfach unten in die Kommentare. Wie immer habe ich euch dort alle wichtigen Links, die ihr braucht, unter dieses Video angefügt und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und weiterhin maximale Profite auf dem Kryptomarkt und eventuell bald auch mit Metronics. Ciao, ciao.